Wir kommen zum absoluten Höhepunkt. Wir kommen zum Finale. Gleich geht's hier los mit Manchester City gegen Chelsea. Moin und willkommen zu dem Review-Spiel hier auf meinem Kanal, wo ein absolutes Kracher-Duell ansteht. Und zwar das Champions League-Finale aus der Saison 2021 zwischen Manchester City und dem FC Chelsea. In echt konnte sich ja damals der FC Chelsea durch einen Treffer von dem Mann, den man hier rechts sieht, Kai Havertz, mit 1:0 durchsetzen. Jetzt natürlich, ja, komplett andere Kader, muss man wirklich sagen, obwohl es gerade mal 2 Jahre sind, Chelsea so viel neu eingekauft, nicht unbedingt gut, muss man wirklich sagen, in der letzten Zeit. Man City, vor allem auch durch den Mann, den man hier links sieht, Erling Haaland, eine absolute Maschine. Das heißt, ich bin so verdammt gespannt. City steht ja jetzt schon wieder in dem Jahr in echt im Champions League Finale und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr viel rumreden. Ich bin richtig gespannt. Ich sehe eher Vorteile bei Manchester City. Schreibt doch jetzt ihr gerne mal eure Tipps unten in die Kommentare, natürlich bevor das Spiel anfängt, wie ihr denkt, wie das ausgehen wird. Und sonst gibt es aber auch wirklich nichts mehr zu sagen. Eine Sache noch, lasst doch unten noch ganz gerne ein Abo da, wenn euch das Projekt oder andere Projekte, wie zum Beispiel unsere eigene Bundesliga, kleiner Spoiler, wo am Wochenende der 34. Spieltag ansteht, das heißt Abo da lassen und Glocke aktivieren, wird sich auf jeden Fall lohnen. Jetzt euch aber viel Spaß beim Game Man City gegen Chelsea im Champions League Finale der Saison 2021. Let's go! Wolf Fuß und Frank Buschmann melden sich vom Endspiel der UEFA Champions League und zwar aus dem Atatürk-Stadion. Was für eine Kulisse also für dieses Finale. Das ist Begeisterung pur, das ist Vorfreude pur. Es ist der Höhepunkt des Fußballjahres. Schön, dass Sie dabei sind. Das wird ein Leckerbissen heute. Manchester City gegen Chelsea. Die Einschaltquoten sind ganz sicher auch heute wieder überragend. Weltweit schauen hunderte Millionen Fußballfans zu. Ich glaube, jeder hat so seinen Verein, zu dem er hält. Auch wenn es nicht der eigene Lieblingsclub ist, dieses Spiel lässt niemanden kalt. Finale der UEFA Champions League. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Manuel Akanji spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und im Sturm ist Erling Haaland. Auf der Insel gibt es ja viele Clubs mit einer langen Tradition, Buschi. Chelsea gehört definitiv dazu, würde ich sagen. Auf jeden Fall. 1905 wurde der Verein gegründet. Das Pub, in dem der Grundstein gelegt wurde, liegt übrigens genau gegenüber der Stamford Bridge. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Kepa steht im Tor. Thiago Silva spielt zusammen mit Kalidou Koulibaly in der Abwehr. Raheem Sterling steht mit Kai Havertz auf den Außenpositionen. Und vorne sind sie in diesem Spiel heute mit 4 Stürmern sehr offensiv. So, jetzt geht's also los. Finale. Gesucht wird der Sieger dieser UEFA Champions League. Es wird spannend. James, das ist wieder Joao Felix. Und dann ist der Ball weg. Am Ball Joao Felix. Raheem Sterling! Gehalten, stark gemacht. Ecke kommt in den 16er. Und da ist er zur Stelle bei dieser Ecke. Stones. Haaland. Das ist Mahrez. Rodrigo. Gündogan hat den Ball. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Da muss er aufpassen. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Und jetzt Sterling. Sterling jetzt.
Kanté hat den Ball. Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Verteidiger ist dazwischen. N'Golo Kanté. Wichtig! Er holt den Ball. Rodrigo. Das ist Rodri. Und Kevin De Bruyne. Ballverlust De Bruyne. Chilwell. Und jetzt also Chelsea. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Steilpass kommt von Riyad Mahrez. Die Fans wollen, dass Haaland schießt. Wichtiges Tor für Manchester City. Tor Nummer 1 in diesem Endspiel der UEFA Champions League. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist es Erling Haaland. Ja, das sind seine Szenen, wenn er aus der Mitteldistanz abziehen kann. Er sieht die Lücke. Und wenn der Ball so druckvoll kommt und trotzdem so präzise, dann gibt es nichts zu halten. Rückstand nun also für Chelsea. Das hatten sie sich anders erhofft. Sterling. Das Joao Felix. Gefährlich, der Steilpass. Steilpass für Joao Felix. Sie sind wieder da. Ist es denn zu fassen? Ausgleich in diesem Finale in der UEFA Champions League. Also in diesem Spiel ist wirklich alles drin. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Sterling. Da gehen sie entschlossen dazwischen. Den Ball will er nicht hergeben. Kevin De Bruyne. Ball ist weg, Haaland war das. Joao Felix. Kanté. Sterling sieht, da ist Platz auf außen. Vorne der Ballgewinn. Chance zum Konter jetzt. Grealish. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Immer wieder Rufe von den Rängen. Mahrez könnte hier abziehen. Wahnsinn, er hält ihn. Chilwell. Ball jetzt bei Thiago Silva. Sterling. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sterling. Sterling bekommt ihn wieder. Er hat hier die Chance zur Führung. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Stones. De Bruyne am Ball. Gündogan. Das ist Rodri. Und jetzt bekommen sie die Chance. Den hält er natürlich.
Ecke kommt ins Zentrum. Da ist das Tor. Da ist die Führung. Und das wird die Nerven jetzt beruhigen. Jetzt haben sie das Ganze hier im UEFA Champions League Finale doch so ein wenig im Griff. Schauen wir uns den Treffer noch mal an. Ja, der Ball ist abgefälscht. Kein Vorwurf an den Torhüter, da kann er nichts machen. Jetzt passiert hier nichts mehr in diesem ersten Spielabschnitt. Pause, gleich geht's hier weiter. UEFA Champions League Finale, jetzt geht's weiter. Wir gehen rein in Durchgang 2. Rodri. Grealish. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Und dann verlieren sie den Ball. Also aus der Szene wird nichts. Joao Felix. Da ist Havertz. Kanté. Sterling mit der Chance. Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Ball geht präzise ins kurze Eck. Genau da sollte er hin. Und dann bist du natürlich machtlos. Auch wenn es natürlich die Torwart-Ecke ist. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus. Am Spielfeldrand, das ist ja Frust pur. Aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Schön erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Freistoß für Manchester City. Da gibt es, glaube ich, nicht viele Schiris, die da keine Karte zücken. So richtig gefährlich war das nicht bei diesem Freistoß. Chilwell. Kanté ist das. Am Ball Joao Felix. Sterling bekommt ihn wieder. Sterling! Ederson hält. Ball noch im Spiel. Joao Felix. Da kommt der Schuss. Ederson ist zur Stelle. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Macht er gut, gefährlicher Heber. So fangen sie den Angriff früh ab, sehr gut. Kanté. Chilwell. Ball wieder zu Kanté. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Wichtig, den Ball hat er sicher. Rodri. Klasse Pass. De Bruyne. Gut verteidigt. Conte. Sterling. Havertz bekommt den Ball. Da bleibt der Ball an ihm hängen. Am Ball Joao Felix. Das war eng, aber er hat ihn. Grealish. Der Ball ist über der Linie. Einwurf. Chelsea wechselt. Rodri. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Ist das der Anschlusstreffer? Kepa macht einfach zu, macht dicht, verhindert den Treffer aus nächster Nähe.
Kurzer Eckball. Er macht zu, lässt da nichts anbrennen. Wunderbar abgetaucht. City wird wechseln. Sie führen die Ecke kurz aus. Kevin De Bruyne. Flanke von De Bruyne. Damit sind sie also nicht durchgekommen. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Bernardo Silva. Und jetzt bekommen sie die Chance. Kovacic. Ball bei Haaland. De Bruyne. Grealish. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen. Aber diese Chance können sie nicht nutzen. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Kovacic. Diesen Pass holen sie sich. Gündogan am Ball. Da ist De Bruyne. Mahrez. Bernardo Silva. Erling Haaland. De Bruyne am Ball. Ball erneut bei De Bruyne. Der geht daneben und da haben doch ein paar Meter gefehlt. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Sie sind damit also der Sieger dieses Wettbewerbs. Toller Erfolg, schau dir diesen Jubel an, diese Begeisterung auf dem Rasen, auf der Tribüne. Was für Szenen. Aber wir sollten auch die Verliererseite nicht vergessen. Auch da müssen wir sagen, Kompliment zu einem guten Spiel, zu einer guten Saison in diesem Wettbewerb. Das sehe ich ganz genauso. Auch die haben uns natürlich immer wieder begeistert. Auch, es ist nun mal so, wenn sie heute den Kürzeren gezogen haben. Sie sind also der Sieger dieser UEFA Champions League Saison. Und gleich gibt's auch den Beweis oder als Beweis den Pokal für den FC Chelsea, der hier Großartiges geleistet hat. Ja, das kann Ihnen keiner mehr nehmen. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Den Pott kann Ihnen keiner mehr nehmen. Jetzt ja, du. Ja, genau das wollte ich sagen. Kann Ihnen keiner mehr nehmen. Ja, gut, Pott, jetzt haben Sie den Pott. Genau. Kann Ihnen keiner mehr nehmen. Liebe Freunde zu Hause. Herrlich. Die Pokalübergabe in der UEFA Champions League. Immer wieder ein Highlight, ein ganz besonderer Moment. Gestandene Profis hüpfen, tanzen, kreischen, singen. Weinen. Ja, auch wie weinen. Kleine Kinder. Ja. Wie kleine Kinder. Große Männer, Maschinen weinen. Auch in diesem Jahr waren die Fans dieser Mannschaft ein elementarer Bestandteil für den Erfolg, weil jeder einzelne Fan ja auch Champions League-Sieger geworden ist. Ja, und ich finde es wirklich wichtig, dass sie da jetzt auch rübergehen, dass sie die Anhänger teilhaben lassen. Das gehört dazu. Die gehören dazu. Punkt. Ende. Aus die Maus. Das ist also unser UEFA Champions League Titelträger in diesem Jahr, der FC Chelsea. Ja, jetzt wird ein bisschen gefeiert und dann beginnt die Mission Titelverteidigung. Ob die da jetzt dran denken? Das beginnt ab sofort.